Willkommen zurück zu Hellblade Senua's Sacrifice. Im letzten Part sind wir Valravn noch näher gekommen, hatten noch ziemlich harte Kämpfe hinter uns bringen müssen und ja, wir haben es aber geschafft. Und ich denke mal, in diesem Part werden wir Valravn auch gegenübertreten. Aber erstmal schauen, wie wir überhaupt jetzt weiterkommen, ob wir jetzt einfach durch die Tür da können. Go to him. Machen wir das mal. Die Frage, können wir die Tür jetzt öffnen oder nicht? Na dann, let's go. Okay, dann halt nicht. Gut, aber ich frage mich jetzt doch so ein bisschen, was wir jetzt machen sollen. Sieht ja so ein bisschen so aus, als würde man wieder irgendwie so ein Tor oder irgendwas brauchen. Um die Illusion aufzudecken. Aber hier ist keins. Vielleicht brauchen wir das Ding da hinten. Das könnte sein. Weil das hatte bis jetzt ja so gar keinen Nutzen. Und mit, also von dem Ding aus müssten wir direkt zur Tür gucken können. Das würde allerdings auch bedeuten, dass die Kämpfe gerade mehr oder weniger optional waren. Aber gut, drauf geschissen. Wir sind ja krasse Banger. Wäre irgendwie ganz cool, wenn das jetzt tatsächlich so ist. Dann hätten wir zur Abwechslung ja sogar mal recht schnell ein Rätsel gelöst. Aber nein. Verdammt, aber das macht doch Sinn eigentlich. Scheiße. Schade eigentlich. Ah, Mist. Ich kann mir aber eigentlich auch nicht vorstellen, dass die Kämpfe da jetzt gerade wirklich, also im letzten Part, nur wegen dem Runenstein waren. Also sprich optional. Die Treppe hier auch wieder weg. Achso, dann hat wahrscheinlich das Ding das bewirkt, ja, und den Kapitän gar nicht so die Mitte geschnitten. Aber ist im Grunde auch egal, weil hier oben ist ja jetzt nichts, wo wir durchgucken könnten. Boah, die ganzen Raben, ey. Nee, also das wird so wahrscheinlich nix. Dann gehen wir doch nochmal kurz zurück. Aber da war ja nix. Da war ja nix. Ist auch nischt. Müssen irgendwie außen rum kommen und ich sag mal, das ist ja hier recht einladend. Zack, hier ist dann aber auch gleich die Musik weg. Ah, okay, alles klar. Wieder mal schön den Tunnelblick gehabt. Gut, aber dann geht's hier mit Sicherheit weiter. Oh Mann, ey, ich bin echt gespannt, wie sich der Kampf aufbaut. Und ich hoffe, dass wir auch hier wieder sterben können, ohne dass die Fäulnis mehr Besitz von uns ergreift. Head deep into the wilds, perhaps never to return.
Yes, I know it does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Krasser Scheiß, ja. Also wir scheinen öfter in der Wildnis gewesen zu sein. Und das wird uns wahrscheinlich geistig auch nicht so gut getan haben. Bevor eben die Tragödie war. Was mit dieser Tragödie nun ganz genau gemeint ist, wissen wir nach wie vor nicht. Außer vielleicht eben der Tod von Dillion, den wir hier in Form ja, seines Schädels, man sieht es ja doch recht deutlich, bei uns tragen. Dort oben ist wieder die nächste Tür und ich denke mal, wenn man so guckt, dass das dann auch die letzte sein wird. Okay, na mal schauen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zu dieser Tür. Damit wir jetzt hier nicht wieder ewig rumrennen und das ist halt für'n Arsch. Okay, das, oh Gott, das ist ja wirklich crazy. Wir haben jetzt zwei Valravens hier vor uns. She wanted to marry Dillion. She came to beat her own darkness and marry Dillion. But she didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Jetzt haben wir doch wieder wichtige Informationen erhalten. Was ich noch nicht ganz verstehe ist, wir wollten einerseits die Finsternis besiegen. Also ich denke mal, mit der Finsternis ist halt irgendwo immer unsere Psychose gemeint. Und wollten wahrscheinlich mit Hilfe des Exils sozusagen Herr darüber werden. Und Dillion halt heiraten. Aber gleichzeitig ihn irgendwie auch damit, also auch irgendwie, dass die Finsternis ihn einnimmt oder so. Also das widerspricht sich halt gerade ein bisschen. Aber gut, bei den Stimmen hier wollen wir jetzt mal nicht jedes Wort für bare Münze nehmen. Auf jeden Fall waren wir da scheinbar ziemlich am Abkacken und das war dann eben der Moment, wo Druth uns geholfen hat. Wir hatten ja auch die Cutscene vor Surt, wo wir ja meinten, dass wir halt irgendwo hin müssen. Wir wissen aber noch nicht wo und wir wissen noch nicht wie lange. Das war wahrscheinlich eben kurz vorher. Ah, guck mal, es werden weniger.
Sehr gut. The Ravens. The Ravens. They've gone. Things have gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. Okay, sehr gut. He's not helping. It's a trick. Quiet. Try it. I can't think. Out in the wilds. In the cold winter woods. Where have they gone? She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. She remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become part of her. Alles klar, okay, also das macht jetzt doch immer mehr Sinn. Also wir wissen auf jeden Fall, wo wir das zeitlich einordnen können. Die Cutscene da mit Dillian. Also scheinbar waren wir schon vor dieser Tragödie eben nicht ganz sauber in der Birne. So verstehe ich es zumindest bis jetzt. Und wollten uns dem stellen, wie ich es ja im Grunde gerade schon meinte halt, indem wir ins Exil gehen. Und das mussten wir eben mit uns selbst ausmachen, alleine. Und deswegen mussten wir Dillian verlassen. Und ja, unser Versprechen Dillian gegenüber hat verhindert, dass wir uns gänzlich der Finsternis hingeben. Gut, jetzt müssen wir irgendwie auf diese Seite noch kommen. Von dort aus dann noch die restlichen Rahmen beseitigen. Wahrscheinlich mit Hilfe, genau, dieses Portals. Nennt es jetzt einfach mal so. Okay, das werden wir schon mal gleich runterhauen hier, das Ding. Dann müssen wir mal schauen, vielleicht treffen wir dann doch noch nicht auf Valraven. Warum wird das jetzt hier so rot? Okay, da ist wieder so ein Ding. Ist er, ey. Ich muss sagen, dieses Illusionsding schon ziemlich cool gemacht irgendwie. Open it. Not from this side. Ich bin halt echt gespannt, was dann eben diese Tragödie war. Also, oder wie dazu kam, ne? Und was das halt da einfach nochmal genau geht. Okay, aber bis jetzt recht easy pupisi, also offensichtlich, sag ich mal. Und wenn ich das sage, muss das schon was heißen. Gott, die Geräuschkulisse, ey, die verheißt nichts Gutes. Okay, jetzt haben wir hier wieder optionale Wege. Hier haben wir... Bitte? Bei Leitern bin ich immer gleich ganz aufgeregt. Weil wir die ja beim letzten Mal so hart übersehen hatten. Oder ich besser gesagt. Ich will euch da ja nicht mit reinziehen. Gut, okay, aber bringt uns erstmal hier noch nichts. Aber echt cool. Also ich kann es nicht oft genug sagen. Ich finde das Spiel wirklich geil bis jetzt. Ich meine, im Fazit werden wir dann natürlich ausführlicher darüber sprechen. Und hier haben wir noch eine Rune. Aber, wie ich ja auch schon meinte, in letzter Zeit war so wenig, ey. Und ich bin eh immer ein bisschen schwer zu begeistern. Ich meine, wenn ich dein Spiel geil finde, dann halt auch richtig hart. Aber ich bin echt froh, dass man mal wieder hier so was Schönes hat. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated a sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learned them. Then he fell from the tree.
Geile Geschichte. Der Weltenbaum, ja. Wenn mich nicht alle täuscht, müsste das Yggdrasil sein. Gut, also dann wissen wir schon mal, dass das hier nur optional war. Es scheint erstmal nichts zu sein. Okay. Aber das kann doch hier nicht umsonst sein. Kommen wir aber auch nicht hoch. Nee. Gut, dann gehen wir doch nochmal die Leiter hier rauf und schauen, ob wir noch da irgendwie was erreichen können. Und natürlich machen wir die Tür noch auf. Warum? Auch immer, aber wir machen es einfach mal. So. Jetzt müssen wir nur irgendwie noch zu dem zweiten Valraven kommen. So, das Ding ist dafür da, dass dann die letzten Raben verschwinden. Wir müssen jetzt aber noch einmal irgendwie was finden. Glaube ich. Also weil, so kommen wir hier scheinbar nicht rüber. Oder kannst du springen? Nee. Nur fallen. Schau nochmal kurz hier, ob ich hier was übersehen habe. Nee. Sieht nicht so aus, oder? Nee. Hier war wirklich nur der Runenstein. Okay, dann haben wir jetzt hier doch nochmal ein bisschen Trickiness. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Also bis jetzt hat uns dieser Ort hier nur eins gebracht, und zwar den Runenstein. Und ich denke nicht, dass es jetzt so toll ist, dass jetzt diese Tür offen ist. Zumindest erschließt es sich mir noch nicht ganz. Also scheinbar müssen wir ja hier irgendwie hoch, aber bis jetzt geht's eben noch nicht. Aber hier ist jetzt auch kein... Ah, Moment, ich habe eine Idee. Okay, das würde dann auch Sinn machen mit der Tür. Dass wir jetzt nochmal durch diese Tor gucken müssen. Weil ganz umsonst kann es ja nicht sein mit der Tür. So, zack. Jetzt ist das da wieder zu, aber dadurch, dass die Tür jetzt offen ist. Sorry, jetzt musste ich mal gerade. Ich habe gerade mal kurz aufs Handy geguckt, weil da was aufgebiept hat. Deswegen bin ich da gerade straight an der Brücke vorbeigelaufen. So, und jetzt müsste theoretisch. Habe ich zumindest gehofft. Genau, alles klar. Wunderbar. War ganz nett, aber jetzt natürlich auch nicht so mega schwer. Also spätestens mit der Tür fragt man sich dann doch, hä, muss ja irgendeinen Sinn haben. Gut, okay. Und dann zack. Looking back, I was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the glow. The smallest hints of shape, sound, or thought grew in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. Oh Mann, ey. Also dieses Exil scheint es nur noch schlimmer gemacht zu haben. Das ist echt interessant, ey. Ich hoffe, dass wir da noch ein paar Rückblicke sehen. Ich meine, einerseits ist es ja auch ganz cool, weil man sich das halt dann so vorstellt nur, ne? Und dadurch die Fantasie angeregt wird.
So, jetzt muss man nur noch eine passende Stelle finden. Um die Rahmeninformationen zu bringen. Und somit die Tür zu öffnen, sollte das hier schon reichen? Ja, es reicht. The gate is open. Open. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet. You'll gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillian? Tja, wie gesagt, Dillian scheint ja tot zu sein. Also, wie gesagt, so ganz klar ist das halt alles noch nicht. Na komm, Senua, ey komm. Ich würde da sagen, manchmal reagiert sie noch nicht so ganz. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier überhaupt richtig sind. Ja. Gut, alles klar, aber ich bin natürlich ein Penner und deswegen werde ich hier mal einen richtig harten Cliffhanger machen. Und dann ist es doch erst im nächsten Part, wenn wir Valraven gegenübertreten. Und ich bin echt mega gespannt auf den Kampf. Ich hoffe, der wird auch so cool wie Sod. Er wird natürlich mit Sicherheit anders. Bis jetzt fand ich es hier auch echt cool. War eine schöne Abwechslung. Also war jetzt nicht wieder nur diese Runensuchen und so. Klar, war vom Prinzip ähnlich. Aber doch eben anders und mir hat es bis jetzt sehr gut gefallen. Und wir sehen uns dann also im nächsten Part. Bis dahin, tschaußen.